Ja, vielen Dank. Ich frage den Senat, wie er es bewertet, dass wir heute nicht mehr über den Jahresbericht 2015 der Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit reden werden, weil es allem Anschein nach versäumt wurde, die Beauftragte dazu einzuladen. Vielen Dank, Herr Dr. Weiß. Stelle ich fest, der Senat sagt nicht zuständig, seine Parlamentsangelegenheit. So. Es war eine Meinungsfrage. Vielleicht möchte jemand dazu antworten aus dem Senat. Herr Regierender Bürgermeister, bitte. Frau Präsidentin, ich kann es dann auch gerne offiziell oder laut sagen, aber das ist eine Frage, die das Parlament regeln muss, wann und wie die Datenschutzbeauftragte hier Bericht erstattet. Dazu gibt es weder eine direkte Zuständigkeit noch eine Eingriffs- oder Entscheidungsmöglichkeit des Senats. Also es liegt in Ihrer Macht und in der Macht der Abgeordnetenhausfraktionen, das zu entscheiden, wie Sie mit dem Thema umgehen. Vielen Dank. Gibt es dazu eine weitere Nachfrage? Bitte, Herr Dr. Weiß. Es ist ja formell schon eine Vorlage des Senats. Insofern dachte ich, dass die Frage doch stellbar ist. Aber dann versuche ich es mal mit einer anderen Frage, die auch auf den Stellenwert dieses Themas zielt. Der Senat hat ja in dieser Legislaturperiode eine Reihe von Stellungnahmen zu den Jahresberichten beschlossen. Ist denn eine davon mal inhaltlich in einer Senatssitzung bei der Beschlussfassung auch diskutiert worden? Vielen Dank, Herr Dr. Weiß. Herr Regierender Bürgermeister. Die Senatsvorlagen werden über mehrere Stufen inhaltlich beraten, über die entsprechenden Fachabteilungen, über die Staatssekretärskonferenz und selbstverständlich über die Senatssitzung, also die Zusammenkunft der Senatorinnen und Senatoren selbst. Und es hat auch Diskussionen und Befassungen zu den Stellungnahmen zum Datenschutzbericht gegeben. Aber wann und wie und in welchem Umfang, tut mir leid, das kann ich Ihnen jetzt nicht referieren, aber selbstverständlich, es werden eine Vielzahl von Vorlagen aufgerufen und diese gehörten mit dazu in dieser Legislaturperiode. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister.